guten Abend. Es könnte Katzenjammer geben. Ein cleveres Newswortspiel, das nicht funktioniert, weil ich noch nicht erwähnt habe, worum es geht. In Quahogs neuem Katzencafé. Hier unsere Asien-Korrespondentin Trisha Takanawa. Tom, ich stehe hier direkt vor dem neuen Katzencafé von Quahog. Der ortsansässige Brian Griffin hat das Café als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit bezeichnet. Richtig, Trisha, und da ich im Lokalfernsehen bin, spreche ich ein bisschen zu laut und drehe mich ab und zu vom Mikrofon weg, um auf Dinge zu zeigen, die die Kamera nicht sieht. Damit man nicht kapiert, was ich will. Deutliche Worte. Vielen Dank, Brian. Ach, leb wohl, christliches Familiencamp. Bin ich froh. Aber eins muss ich sagen, offensichtlich hat Chris sich da gut amüsiert. Naja, Mac, du weißt, Chris ist ein bisschen dumm. Und ich weiß, dass du nicht besonders beliebt oder hübsch bist, aber du hast was im Oberstübchen. Darum ist Religion nicht unbedingt was für dich und mich. Es ist mehr was für dumme Menschen wie Chris. Zusammengefasst ist Religion für dich und mich nicht gut, aber für Idioten wie Chris. Perfekt. Wovon habt ihr gerade gesprochen? Darüber, wie attraktiv du bist. Wirklich? Ich schwöre bei Gott. Du bist ein Monster! Die nächsten 8 Stunden tanzte ich durch. Ich ging nur ab und zu in den Pool, um zu pinkeln. Und aus irgendeinem Grund war ich der einzige Typ, dem die ganze Zeit eine Biene folgte. Vielleicht lag's an dem Country-Time-Limonadenpulver, das ich gegessen hatte, oder weil ich und Quagmire uns mit Capri-Sonnen beworfen hatten. Doch eins ahnte ich nicht. Während ich tanzte und gelegentlich in den Pool pinkelte, schmiedete Carter einen Plan, die Beziehung zwischen eurer Mom und mir für immer zu vernichten. Hey, Sie sind Daisy Fuentes. Oh, so spricht man meinen Nachnamen aus. Die schärfste Braut von 19 jetzt und 90. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Hallöchen. Heißt du Zucker oder warum bist du so süß? Was für ein cooler Spruch. Ich hoffe, der klingt nie dämlich und alt. Hey, Peter macht einen Ringkampf mit Daisy Fuentes. Es passierte alles sehr schnell. Wir haben Spaß, weil es vor 9-11 ist. Und ehe ich's mich versah, küsste ich Daisy Fuentes. Und es wurde landesweit im Fernsehen übertragen. Ich machte zu Hause das, was Mädchen damals machten. Ich guckte Fotos von John Elway an. Ach, mein Schwarm mit Pferdegebiss. Denver sieht sehr schön aus. Peter, wie kannst du nur? Mein Herz zersplitterte, als ich das sah. Ich nahm das Mixtape eures Vaters und schmiss es in den Ozean. Es war noch kurz zu sehen und dann verschwand's. Sie hat Schwanz gesagt. Das war cool. Ja, Schwanz, Schwanz. Ja. Ihr habt recht. Schwanz. Wow, Mom und Dad, ich habe heute Abend sehr viel gelernt. Nicht nur über euch beide, sondern auch über die 90er. Oh, es gibt noch viel mehr über die 90er zu lernen. Zum Beispiel, ist euch eine Band namens Counting Crows bekannt? Ich glaube, die habe ich in einem Starbucks gehört. Ja, Volltreffer. Jedenfalls, ihr Leadsänger ist dieses Ding namens Adam DeRitz. Er sieht aus, als ob Marc Maron mit einer Vogelscheuche ein Baby aus Hanf gezeugt hätte. Ich finde, er sieht aus wie der feige Löwe aus einer Highschool-Produktion von Der Zauberer von Oz. Der ist gar nicht der Löwe? Nein, Chris, aber der hat gut Lachen über uns. Denn dieser Tingeltangel-Bob-Verschnitt hat die allerschärfsten Bräute in den 90ern durchgezogen. Jennifer Aniston. Nein. Courtney Cox. Was? Winona Ryder. Der Typ? Christina Applegate. Lara Flynn Boyle. Emmy Rossum. Oh, das macht mich sowas von wütend. Mary Louise Parker. Die soll ja sehr schwierig sein. Als nächstes, auf griechisches Essen muss man weltweit am meisten rülpsen. Doch zunächst tragödische Nachrichten. Eure Königin Helena ist mit Paris zurück nach Troja abgehauen. Das ist ein Skandal. Ich schicke in meine Armee auf den Hals, angeführt von meinen besten Kriegern. Achilles, Kreuzbandriss, kommt hierher. Helena ist mit Paris abgehauen. Wir werden sie zurückholen und wir werden Troja niederbrennen. Hört sich gut an. Ich muss nur vorher meine Stunde bei Sokrates absagen. Ist das nicht dieser Denker, den sie von einem philosophischen Schulbezirk zum anderen schieben? Nein, nein, das ist der mit der Methode, dass man nur Fragen stellen soll. Welche Fragen? Hast du schon mal Wein probiert? Kannst du ein Geheimnis behalten? Du weißt, dass das deine Schuld ist, oder? Ja, er sorgt dafür, dass du dir viele Fragen stellst.
ist er! Da ist der Tölpel, den ich gesucht habe! Mercutio! Ich konnte das nicht sagen, als ich lebte, aber... Ralph Fiennes. Oh Gott, ich habe jetzt meine Gedärme entleert, weil ich sterbe. Und nicht vor 30 Minuten in der Kutsche auf dem Weg hierher. Tja, wir wissen alle, wie es jetzt läuft. Ich bin schon unten. Diese Jahreszeit ist wirklich verrückt. Alles dreht sich um Kürbisgewürz. Wir folgen alle deinem Twitter-Feed, Joe. Gott, Thanksgiving ist so eine Kotzveranstaltung. Ich hasse Gäste. Ich kann Thanksgiving auch nicht leiden. Bonnies Schwester ist mit einem üblen Angeber verheiratet. Denise, Wendell, ich freue mich, euch zu sehen. Wendell? Josef. Joe reicht, ich glaube, das weißt du. Ich verhungere. Wir haben, seit wir hier sind, nichts gegessen. Weil die anderen Häftlinge uns die Mahlzeiten wegnehmen. Und Gott weiß, was die uns noch antun werden. Wir haben noch 3 Tage hier und wir werden keine 3 Minuten überleben. Weil ihr keine Gang habt, unter deren Schutz hier steht. Eine Gang? Ja, wenn du in einer Gang bist, lassen dich alle in Ruhe. Deswegen ist ja jeder in einer. Ich war auch mal in einer Gang. Man nannte sie Republikanische Partei. Unser Freund ist sehr politisch. Und wie kommen wir in so eine Gang rein? Ihr Jungs habt den perfekten Zeitpunkt gewählt. Ab morgen rekrutieren wieder alle Gangs. Tretet einer bei und ihr seid sicher. Das ist eine tolle Idee. Feiern wir, indem wir prätentiös Gefängniswein analysieren. Okay, ich nehme das Aroma wahr von, Fäkalien.